meine Damen und Herren, mich treibt um, dass unser über Jahre entstandenes modernes Frauenbild in Deutschland gegenwärtig von zwei Seiten ein Stück weit unter Druck kommt. Die eine Seite ist ein patriarchalisch geprägtes Familienbild von Teilen unserer muslimischen Mitbürger und neuerdings Flüchtlingen. Ein Familien- und Frauenbild, in dem Frauen und Männer nicht gleichberechtigt sind. Ein Frauenbild, in dem die sexuelle Selbstbestimmung der Frau in Frage gestellt ist. Ein Frauenbild, was es in Deutschland auch einmal gab, aber nun schon länger nicht mehr gibt, und das ist auch gut so. Ein derartiges Frauenbild ist weder mit unserem Grundgesetz vereinbar, noch wollen wir das in Deutschland im 21. Jahrhundert auch haben. Wer hier willkommen sein will, wer hier leben will, hat das zu respektieren. Diejenigen, die diese Problemlage am lautesten beklagen, tun dies aber nicht aus redlichen Motiven. Es sind Sie, meine vielen Herren und wenigen Damen von der AfD. Sie tun dies aus reinen Ressentiments gegen alles Muslimische. Ihre Religionsfreiheit ist nicht unsere Religionsfreiheit, ist nicht die Religionsfreiheit unseres Grundgesetzes. Sie überspannen jeden Bogen, um pauschal alle und alles in Misskredit zu bringen. Und Ihre politischen Ansätze sind gerade die zweite Seite, von der sich moderne Frauen in unserem Land unter Druck geraten fühlen. Sie sind gegen Gleichberechtigung und Wahlfreiheit. Ich habe hohen Respekt vor Frauen, die sich für Familie und Erziehung entscheiden. Ich möchte aber nicht, wie Sie, den Frauen vorschreiben, wie sie zu leben haben.